Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute mal mit dem guten Bill und wir spawnen alle zusammen in der Hütte. Das ist doch der Beginn eines großen Abenteuers. Ich habe die Perks dabei. Adrenalin, geliehene Zeit, Entscheidungsschlag und wie heißt es denn hier? Saboteur. Ah. Jetzt gucke ich auch noch hier unten. Vielleicht finde ich ja noch ein etwas besseres Item. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und dann... Habe ich gerade eine Huntressing, ne? Nein, es ist ein Doktor. Ich behalte mal das Medikit und versuche mir zu merken, dass die Taschenlampe da unten ist. Ich werde es eh vergessen. Aber gut, da vorne ist der Doktor, also gehe ich mal hier an den Generator. Hallo, mein lieber Adam. Das hilft uns nicht weiter, mein Freund. Aber gut, der ist ja noch beschäftigt. Da kann man dieses nochmal durchgehen lassen. Okay, da ist der erste Generator so gut wie fertig. Er ist fertig. Und ich suche mir direkt den nächsten. Ich könnte natürlich auch... Natürlich kann ich auch einfach vom Killer wegrennen. Was natürlich absolut... Hä? Der hat doch gar keine... Der hat gar keine Schockanimation gehabt. Wirf die Palette um, danke. Hui! Das war knapp. Wo ist er, der Gute? Immer noch hinter mir. Nein, 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 nein. Ekelhaft. Ekelhaft. Das Outfit sieht cool aus. Habe ich, glaube ich, noch nie in Aktion gesehen. So, meine Freunde, was macht ihr denn Schönes? Heilen und Generator, okay. Adam, das ist... Dein Zeitpunkt, ein Held zu sein. Sei ein Held und rette Leben. So ungefähr jetzt. Also jetzt. Sei ein Held. Das interessiert ihn einfach nicht. Okay. Ich meine, vielleicht ist der Generator ja gleich fertig, aber Junge, ich häng 2 Meter von dir weg. Du kannst dann direkt... Es interessiert ihn einfach nicht. Ich renn mal zu Adam. Wenn der Killer nicht tunneln will, holt er sich vielleicht den. Ne, er bleibt bei Mac. Dann geh ich mal dahinter. Alter Adam. Dich merke ich mir, mein Freund. Skillchecks verkacken und den Kameraden nicht helfen. Das haben wir ja gerne. Sonia, du Gute, komm mal her. Ja. Dann, Begrabbel ich dich mal. Wieso ist Saboteur aktiviert worden? Ich habe doch gar nicht sabotiert. Reicht ja allein die Benutzung schon aus? Das ist... Interessant. Ja, heilst du mich vielleicht auch? Jetzt rennst du weg. Achso, die muss ich beruhigen, okay. Dann lass ich das nochmal durchgehen und setz mich so lange an den Generator. Ich weiß, ich habe ein Medikit, aber... Wenn doch jemand da ist, der mir helfen kann... Oh, der hat Ruin dabei. Okay, das ist gut zu wissen. Der Killer kommt. Der Killer kommt. Was hast du für ein Problem mit mir? Warum ich schon wieder? Warum? Warum? Warum einfach? Okay. Da vorne ist Adam. Adam, sei ein Held. Nein, der zieht den Generator durch. Eiskalt. Der zieht durch.
der zieht durch. Oh, oh, oh! Er kommt! Er kommt! Heilst du mich auch? Heilst du mich? Boah, ich kotz im Strahl, ne? Lass mich gefälligst in Ruhe. Ach, jetzt muss ich mich ja noch beruhigen, bevor ich mich heilen kann. Naja, gut. Dann geht's weiter. Da vorne war doch eine Kiste, ne? Kann ich mir theoretisch direkt das nächste Item rausholen, weil das Medikit wird jetzt leer sein. So, gucken wir mal, was wir Schönes kriegen. Ah, ja, das geschieht dir recht. Ich muss vorsichtig sein, ich bin der Tod. Ich muss Generatoren machen, ich habe keine Zeit, Leute vom Haken zu halten. Aha, was soll ich denn damit? Die sind ja alle da. Okay, er hat Nia gefunden. So, Adam. In der Hoffnung, nein, du wirst mich heute nicht mehr retten können. Der Zug ist abgefahren. Da vorne kommt der Killer. Aber er geht wohl Adam nach. Es tut mir leid, aber ich kann irgendwie, habe ich Schwierigkeiten damit, Mitleid mit dem zu haben. Ich gehe mir jetzt die Taschenlampe aus dem Keller holen. Und hoffe, dass mir die vielleicht ein klitzekleines bisschen, beim Entkommen helfen kann. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist er hilfreicher als ein leeres Medikit. So, können wir jetzt mal ein paar Generatoren durchziehen oder so? Das steht ja ein Schneemann. Das ist mir, glaube ich, schon nie aufgefallen. Hallo, Mr. Schneemann. Okay, ihr rettet. Mal schätze die Kiste auf. Ach, ich bin einfach viel zu gutmütig. Ruine ist auch noch nicht kaputt, fällt mir gerade ein. Das muss ja theoretisch auch noch irgendwo rumstehen. Nein, Adam, verpiss dich! Das wäre jetzt frech gewesen. Oh, die ist ja schon tot. Nehme ich mal mit. Ach, das ist alles schon wieder sehr unbefriedigend hier. Boah, Ruin nervt mich ja hier jetzt schon ein bisschen. Der hat mich wohl gesehen. Ah, das war der Superschock. Okay, das erklärt so einiges. Da ist eine Palette. Gut. Ich kann mit den Schocks umgehen. Dann muss ich wohl... Na, der hat mich jetzt. Und damit bin ich tot. Ja, das war irgendwie ein bisschen
etwas unbefriedigende Runde. Jetzt muss ich gucken, welcher von denen... Ist Adam der Rang 6er? Das ist traurig. Naja. Gut, aber wenn er jetzt tot ist, können wir auch noch gucken, ob die Nia entkommt. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, aber wenn die jetzt alleine unterwegs ist, können wir uns mal angucken, was die gute Frau hier jetzt so macht. Kann der Schock einen eigentlich auch daran hindern, durch die Mitte zu springen? Sind das als Aktionen, die da nicht durchgeführt werden können? Boah, der wird einem ja schwindelig. Also so hektisch, wie die sich umgucken. Nein, nicht. Und zack, tot. Gut, okay, das war's. Ja, dann hoffe ich mal, wie immer, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.